Unseren Stadtspaziergang beginnen wir mit dem Besuch des Schlosses. Das Château wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Es steht auf den Resten älterer Befestigungsanlagen. Das Schloss in Nord, das Schloss der Herzöge der Bretagne, ist ein massives Bollwerk mit 7 Türmen und meterdicken Mauern. Im Inneren finden sich elegante Fassaden, die im Kontrast mit den finsteren und abwehrenden Mauern stehen. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Anlage Residenz der französischen Könige in der Bretagne. Einige Schritte weiter kommen wir zur spätgotischen Kathedrale. Begonnen wurde mit dem Bau am Anfang des 15. Jahrhunderts. Mit über 38 Meter besitzt die Kathedrale von Nord das vierthöchste Gewölbe einer Kathedrale in Frankreich. Die Kirche beherbergt unter anderem das Renaissance-Grab vom Herzog der Bretagne, Franz II. Nun geht es quer durch die belebte und quirlige Altstadt Richtung Tour Bretagne. Der rund 140 Meter hohe Tour Bretagne, ein modernes Bürogebäude, bietet auf seiner 42. Etage einen schönen Rundblick über Nord und seine Umgebung. Weiter führt uns der Weg durch ehemalige Vorstädte Richtung ehemaligen Hafen. Die Passage Pommeré ist eine elegante Einkaufspassage aus dem 19. Jahrhundert. Frankreich beteiligte sich im 18. Jahrhundert am transatlantischen Sklavenhandel. Haupthafen für den Sklavenhandel in Frankreich war der Hafen von Nantes. Daraus resultierte auch der frühere Reichtum der Stadt. Das Mahnmal erinnert an diesen düsteren Teil der Stadtgeschichte. You can see the mechanisms for the seaweed.